In diesem Video werde ich dir genau sagen, welche Sportarten du bei Rückenschmerzen machen sollst. Und wir fangen sofort an. Ich bin Steffen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wenn es das erste Mal ist, dass du auf meinem Kanal bist, dann drück das Abonnieren-Knöpfchen und die Glocke, denn auf meinem Kanal findest du alles zum Thema Rückenschmerzen und wie du sie wieder loswirst. Wenn jemand Rückenschmerzen hat, dann wird ihm oft gesagt, er solle mehr Sport machen, am besten Rückentraining. Aber ob Rückentraining oder Stabilisationstraining wirklich so das Allheilmittel ist, das gucken wir mal in diesem Video an. Im Praxisalltag kriege ich nämlich immer eine Menge Fragen, welchen Sport soll ich machen? Und genau diese Frage werden wir jetzt einmal beantworten, damit du bessere Entscheidungen treffen kannst und letztendlich weniger Rückenschmerzen hast. 80% von uns haben Zeit ihres Lebens irgendwann einmal Rückenschmerzen. Alleine in Deutschland macht das 66 Millionen Menschen aus. Wir teilen diese 66 Millionen Menschen einmal in drei Gruppen auf. Allein die ersten zwei Gruppen teilen sich die ersten 85%, das sind 56 Millionen Menschen. Diese leiden an funktionell bedingten Rückenschmerzen. Etwas im Rücken funktioniert nicht. In der ersten Gruppe, das sind 15%, das macht ungefähr 10 Millionen Menschen aus. Das sind die einfachsten Rückenpatienten. Es handelt sich bei den Rückenschmerzen um symmetrische Probleme, symmetrische Nackenprobleme, symmetrische Schmerzen im unteren Rücken, oftmals nicht besonders schwer. Da ist es relativ einfach. Das ist tatsächlich die Patientengruppe, in der Sport und Bewegung hilft. Da das genau die Gruppe ist, die vom Körper her stabil ist, kann sie sich sportlich auch sehr hoch belasten und gute Erfolge erzielen. Wenn es darum geht, nur normale Rückenschmerzen wegzutrainieren, dann können zum Beispiel auch Dehnübungen helfen. Der Fokus sollte immer sein, den Rücken in Extension zu dehnen. Das ist die Bewegung nach hinten. Alle Alltagslasten ziehen uns in die Flexion, nach vorne. Sei es, dass ich am Computer sitze, sei es, dass ich im Auto sitze. Das Sitzen verkürzt die Brustmuskulatur und auch die Hüftmuskulatur, die Hüftbeuger. Wenn ich es schaffe, diese Muskulatur wieder aufzudehnen, habe ich schon einen großen Teil getan. Um den Körper und die Muskulatur wieder aufzudehnen, kann ich beispielsweise am Türrahmen den Arm ausdehnen. Ich kann einen Ausfallschritt machen und die Hüftbeuger wieder dehnen. Ich kann die Fäuste in den Rücken stecken und das Becken nach vorne schieben. Die gute Nachricht für die erste Patientengruppe ist absolut grünes Licht für Aktivität und Bewegung. Die zweite Gruppe, die macht 70% insgesamt aus, das sind Leute, die an muskulären Fehlsteuerungen leiden im Rahmen von Schonhaltungen. Das ist oftmals das Resultat von alten, nicht ganz verarbeiteten Verletzungen im Organismus. Das ist vergleichbar mit einem Motor, wo der Zündzeitpunkt nicht richtig eingestellt ist. Wenn ich Gas gebe, stottert der Motor. Auffällig hier ist, dass es sich um Asymmetrien handelt. Oftmals ist es eine Seite im Nacken, es ist eine Schulter, ein Arm, der wehtut, es ist möglicherweise eine Seite im Becken, ein Knie. Die Situation in der zweiten Gruppe von Patienten ist etwas komplizierter als in der ersten Gruppe von Patienten. Durch die Schonhaltung werden große Areale der Muskulatur nicht richtig angesteuert vom Gehirn. Der Körper ist faktisch instabil. Somit sind gerade Sportarten, die eine sehr schnelle Reaktion der Muskulatur erfordern, wie zum Beispiel Laufen, problematisch, denn in dem Moment, wenn der Fuß den Boden berührt, hat der Körper nur minimal Zeit, um zum Beispiel das Knie zu stabilisieren. Wenn da dieser Mechanismus nicht klappt, ich setze mit dem Fuß auf, aber in dem Moment, wenn das Körpergewicht übertragen wird, ist das Knie gar nicht stabilisiert, werde ich Knieschmerzen in diesem Knie entwickeln und langfristig wird auch dieses Knie verschleißen und Arthrose entwickeln, mehr als das Knie, was muskulär stabilisiert ist. Da diese Instabilitäten auch zu einer verminderten Leistungsfähigkeit des Körpers mechanisch führen, ist es in dem Moment, wenn du an die Leistungsgrenze gehst, problematisch. Wenn du also Krafttraining machst mit 100% Maximalbelastung, werden auch hier Verletzungen auftauchen. Die Fähigkeit des Gehirns, die Muskeln schnell anzusteuern, ist oftmals durch Traumata und alte Verletzungen gestört. Und bis hier das Hauptproblem gefunden und beseitigt ist, ist der Körper nur begrenzt belastbar. Wenn du zu der zweiten Patientengruppe gehörst, ist somit alles, was rundere Bewegungen und kontrolliertere Bewegungen hat, sehr hilfreich. Das ist zum Beispiel Radfahren, das ist Schwimmen, Yoga kann helfen, Pilates kann helfen. Wenn du Krafttraining machst, achte sehr, sehr stark auf die symmetrische und korrekte Ausführung deiner Übungen und wie gesagt, bleib ein bisschen weg von der Maximalbelastung. Du kannst letztendlich Dehnübungen machen, damit es dir besser geht. Aber ganz im Ernst, wenn du jeden Tag Dehnübungen machen musst, damit du schmerzfrei bist, dann stimmt in den Grundeinstellungen deines Körpers nicht, weil er immer wieder zurückfällt. Und eine Bitte habe ich auch. Erspare dir bitte politisch korrektes Rückentraining, zu dem du dich mehrmals die Woche hinzwingst. Sport muss Spaß machen. Sport darf unspezifisch sein. Wichtig ist, dass du ihn regelmäßig machst.
Die dritte und letzte Patientengruppe umfasst 15%. In dieser Gruppe sind Patienten zu finden, die hauptsächlich strukturelle Schädigungen der Wirbelsäule haben. Hast du zum Beispiel schwere Bandscheibenprobleme mit Ausstrahlung in ein Bein, dann such dir eine Dehnrichtung, dass du zum Beispiel das Becken nach rechts schiebst oder nach links schiebst, nach vorne schiebst oder nach hinten schiebst. Wenn du eine Richtung gefunden hast, die den Schmerz aus dem Bein wieder zurück in den Rücken holt, zentralisiert, dann kannst du das als Dehnübung machen. Wiederhole es 10-mal nacheinander, gerne auch mehrmals am Tag. Das kann man nicht überdosieren. Generell bei Bandscheibenproblemen, oftmals empfinden die Patienten es angenehm zu stehen und in Bewegung zu bleiben, Spaziergänge zu machen. Wohingegen längere Sitzen oftmals die Schmerzen verstärkt. Handelt es sich bei den Rückenschmerzen um sehr schweren Verschleiß, dann ist aber auch definitiv immer Bewegung angesagt. Die Devise ist, beweg dich viel, aber belaste dich wenig. Hier kann auch eine naturbasierte Ernährung von Nutzen sein, um die Entzündungsneigung des Körpers zu reduzieren und die Gesamtsituation zu verbessern. So, du weißt jetzt nicht, zu welcher dieser drei Patientengruppen du gehörst. Also man kann das gegebenenfalls austesten, aber die erste Patientengruppe zum Beispiel, du machst schon lange Sport und es funktioniert im Großen und Ganzen gut und du hast dadurch keine Probleme. Super, vermutlich bist du in dieser ersten Patientengruppe, wo der Körper stabil ist. In der zweiten Gruppe, wo funktionelle Instabilitäten im Vordergrund stehen, was sehr häufig ist, 70%, ist es so, du machst schon lange Sport und trotzdem hast du Schmerzen beispielsweise in einem Knie oder in einem Arm. Da hat sich eine Fehlhaltung eingeschlichen und das bedarf externer Hilfe, dieses Ding zu diagnostizieren, was den Körper stresst, warum er nicht mehr gerade läuft und ein Ausweichmanöver macht. Hast du diagnostiziert, beispielsweise durch bildgebende Verfahren, nachweislich schweren Verschleiß in deinem Rücken und hast du vielleicht auch schon eine Historie von mehreren Therapien, die du durchprobiert hast, kann es sein, dass du in dieser letzten Patientengruppe bist. Da ist der Fokus dann auf Ernährung und Bewegung. Wenn du mehr über das Thema Rückenschmerzen wissen möchtest, hier ist ein weiteres Video und hier oben kannst du meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Danke dir fürs Gucken, wir sehen uns wieder. Tschüss!